fabelhaften Sonntagabend und herzlich willkommen zur 256. Folge der Honigwabe. Wir haben einen tollen Gast dabei. Herzlich willkommen, Boris vom Morgenstern. Schönen guten Tag. Vielen Dank für die freundliche Einladung. Boris. Schön, dass du da bist. Freut uns sehr, dass du da bist. Ja, du warst vor Ort, habe ich gehört. Mich auch. Ja, ich war in Grevesmühlen. Ist ein schöner kleiner Ort, irgendwie so roundabout, ich glaube 10.000 Einwohner. Nettes kleines Fleckchen. Ich habe vor Ort Neonazis und Rechtsextreme gesucht und nicht gefunden. Das ist natürlich bitter. Jetzt mal unter uns, Boris. Gar kein? Ein kleiner Neonazi? Nee, also beinahe und dann doch nicht. Aber kann ich dir gleich was zu erzählen, nach dem Einspieler dann. Alles klar. Ja, gut, Freunde, Grevesmühlen. Ne? Ihr habt da sowieso alle schon von mitbekommen. Ich möchte aber trotzdem nochmal den rassistischen Terroranschlag von Grevesmühlen ausführlich besprechen. Letzte Woche Samstag, am 15.06. erschienen zahlreiche Artikel, weil zwei ghanaische Mädchen in Grevesmühlen von einer 20-köpfigen Gruppe angegriffen worden sein sollen. Grevesmühlen liegt in Mecklenburg-Vorpommern. Ich habe das mal angeguckt auf Maps, liegt zwischen Wismar, Schwerin und Lübeck. Ja, und jedenfalls hat es da eine, ja, die Tagesschau würde sagen, da wurden Menschen anderer Hautfarbe gejagt, ja, von einer fremden, feindlichen Horde, von wem sonst. Die beiden Opfer, 8 und 10 Jahre alt, sind da wohl am Freitag durch den Ort spaziert, als sie plötzlich auf, ich zitiere hier die Bild, eine Gang von rund 20 Jugendlichen treffen. Die beschimpfen die beiden rassistisch, dann wird geprügelt. Der Achtjährigen tritt man ins Gesicht und wir reden hier nicht von einem freundschaftlichen Tritt in die Fresse. Die Kleine musste anschließend nämlich schwer verletzt ins Krankenhaus und dann nahm der NDR hat das Wort schwer verletzt benutzt. Ich bin sicher, in dem Bildartikel hier steckt da auch drin. Und der herbeieilende Vater, den hat man dann auch noch kaputt gehauen und der ist dann ebenfalls ins Krankenhaus geprügelt worden. Ja, so oder so ähnlich war das dann halt nachzulesen. Ne? Bei der Bild, beim NDR, T-Online, Nordkurier, Hamburger Morgenpost, Deutsche Welle, Zeit Online, Süddeutsche, Tagesspiegel, Spiegel, Tagesschau und so. Alle, sie alle haben darüber geschrieben. Das war das Highlight der Woche gewesen. Vielleicht mal kurz der Videobeitrag vom NDR dazu, Schlummer. Tatort Ploggensering, Grevesmühlen. Vor ziemlich genau 24 Stunden sollen die Kinder hier angegriffen worden sein. Laut den Ermittlern soll der Vater die Jugendlichen zur Rede gestellt haben. Dann wird wohl auch er Opfer. Zeugen, heißt es, haben den Angriff mitbekommen und die Polizei gerufen. Entsetzen im Rathaus. Unfassbar und nicht entschuldbar, auch wenn es Heranwachsende sind. Das ist ein Zeugnis davon, dass diejenigen, die es gemacht haben, unmenschlich sind und den Boden der Demokratie und der Grundwerte, die wir vertreten, verlassen haben. Der Bürgermeister hat die Familie heute besucht. Der Vater und seine Töchter mussten gestern im Krankenhaus behandelt werden. Sie möchten nicht vor die Kamera. Erstmal ist es eine Familie, die seit 2016, glaube ich, bei uns ist. Die Eltern leben in Lohn und Brot. Die Kinder gehen zur Schule, sind im Sport, Fußball, Leichtathletik. Insofern ist alles im Grunde genommen ganz normal. Aber die Tat von gestern hat natürlich Spuren hinterlassen, sowohl körperlich als auch in den Köpfen, insbesondere der Kinder. Die wünschen sich, so der Bürgermeister, dass es besser wird. Fremdenfeindlichkeit hätten sie nicht zum ersten Mal erlebt. Die Polizei ermittelt jetzt wegen schwerer Körperverletzung, Volksverhetzung und Beleidigung. Der Angriff von Grevesmühlen sorgt landesweit für Entsetzen. Man greift keine Menschen an, erst recht keine Kinder und schon gar nicht aus rassistischen Motiven. Jeder Zeuge, der schweigt, macht sich mitschuldig und verhindert die Aufklärung dieser widerlichen Gewalt an Kindern. Diskutiert wurde auch, das Stadtfest abzusagen, aber die Mehrheit der Grevesmühlener, da ist sich der Bürgermeister sicher, verabscheue Taten wie den Angriff auf die ghanaische Familie gestern. Ja, Entsetzen im Rathaus, nicht entschuldbar, unmenschlich. Die Täter haben den Boden der Demokratie und der Grundwerte verlassen, hat uns da der Bürgermeister gerade erzählt. Die Familie hat er dann sogar extra besucht, so wie Merkel damals in Chemnitz da diesen Typen besucht hatte, der sein eigenes kurdisches Restaurant abgefackelt hat. Da war dann auch der Bürgermeister hier zu Besuch. Christian Pegel, SPD-Mann und Innenminister in MeckPomm, hat sich geäußert. Die Landesintegrationsbeauftragte hat sich geäußert. Das Stadtfest wollte man sogar absagen. Junge, Junge, Junge.
An der Stelle möchte ich daran erinnern, dass hier in Deutschland im Schnitt um die 700 Gruppenvergewaltigungen und tausende Messerangriffe pro Jahr erleben. Viele Gelegenheiten also, sich öffentlichkeitswirksam zu äußern oder Stadtfeste abzusagen. Aber ihr wisst, wie das ist, ne? Die Prioritäten da bei Politik und Medien, die liegen halt woanders. Und darum schreibt dann die Vereinte Presse sich die Finger wund, um über eine Körperverletzung in irgendeinem Dorf zu schreiben, von dem wir alle noch nie zuvor gehört haben. Vor allem jetzt gerade, ne? Das kam ihnen halt sehr zu Pass, während dieser Riesenwelle von Messerdelikten, die die EM überschattet hat, um das Ganze in eine andere Richtung zu lenken. Ja. Die Bild hat vor Ort Interviews geführt, unter anderem mit dem 27-jährigen Mike. Und der sagte, ich will nicht auch noch ins Krankenhaus, aber Sie sehen ja, das ist unmittelbar hinter dem Hausblock passiert, noch vor Anstoß des Spiels. Es dürfte viele Zeugen geben, aber man duckt sich weg. Also die Zeugen tun dann scheinbar so, als hätten sie nichts gesehen. Weil ja das auch alles rassistische Hassmongos sind oder so. Man ist da unter sich, möchte ich mal sagen. Ja? Und die haben Angst vor diesen bio-deutschen Gangs. Richtig, vor den 14-Jährigen, aber gut. Derweil hat sich der NDR, es ist das Schöne beim NDR, einen Psychologen in die Sendung geholt, um zu verstehen, wo dieser mörderische Fremdenhass herkommt. Zeig uns das mal, Schlo. Nach der rassistischen Tat in Grevesmühlen, Einschätzungen eines Psychologen. NDR MV live. Hallo und willkommen. Ja, der rassistische Angriff auf zwei kleine Mädchen in Grevesmühlen am Wochenende sorgt weiter für Fassungslosigkeit. Am Freitagabend sollen zwei 8 und 10 Jahre ghanaische Mädchen von mehreren Jugendlichen attackiert worden sein. Wir sehen hier Bilder vom Ort der Tat. Hier soll es passiert sein in Grevesmühlen. Laut Polizei sollen die Täter dem jüngeren Mädchen unter anderem ins Gesicht getreten haben. Als der Vater der beiden Mädchen die Täter zur Rede gestellt hat, sei auch er angegriffen worden. Der Vater und seine jüngere Tochter wurden dann leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht und die Ermittlungen der Polizei dauern weiter an. Ja, was bringt Menschen dazu, solche Taten zu begehen? Darüber spreche ich jetzt mit dem Psychologen Jasper Nerdals von der Uni Greifswald. Guten Tag, Herr Nerdals. Guten Tag. Ja, wie erklären Sie sich das, dass mehrere Jugendliche nicht davor zurückschrecken, zwei kleine Mädchen anzugreifen und zu verletzen? Wie es jetzt offenbar in Grevesmühlen passiert ist. Ja, also erstmal finde auch ich das wahnsinnig schwer zu begreifen und es lässt auch mich extrem bestürzt zurück. Gerade die Tatsache, dass hier Kinder involviert sind als Opfer, das lässt auch mich fassungslos zurück. Aus psychologischer Sicht ist es leider, kann man sagen, wahrscheinlich kein Zufall. Wir sehen gerade auch seit den letzten Wahlen eigentlich europaweit eine Art Rechtsruck in vielen Ländern, der sich sowohl in Wahlergebnissen widerspiegelt, aber möglicherweise eben auch in einer Häufung von derartigen rechtsextremen Gewalttaten. Und das ist jetzt aus psychologischer Sicht, wie gesagt, wenig überraschend, leider Gottes, weil solche Taten häufig mit einem Gefühl der Bedrohung zu tun haben. Ja, es ist der Rechtsruck, Freunde. Man könnte auch sagen, aus psychologischer Sicht hat die AfD mitgetreten. Ein Tag später ist die Bild dann wieder vor Ort und spricht mit dem Vater. Ich zitiere: Den Bildreportern zeigt er seine dicken Verband am Arm und an der Hand. Verletzungen, die er davontrug, als er seine Mädchen Grace, 8, und Precious, 10, vor den 20 Jugendlichen retten wollte und ebenfalls verprügelt wurde. Grace sei mittlerweile aus dem Krankenhaus entlassen worden. Sie war schwer verletzt, nachdem sie einen Tritt ins Gesicht bekommen hatte. Glücklicherweise geht es ihr jetzt wieder deutlich besser. Mit welcher schweren Verletzung wirst du nach 2 Tagen aus dem Krankenhaus entlassen? Jetzt müssten wir den Sanitäter fragen, wie denn eine schwere Verletzung definiert ist. Von Seiten der Polizei, da habe ich mich heute nochmal schlau gemacht drüber, ist es so, dass leichte Verletzung, und das war ja im Endeffekt das vom Vater, meine ich, ist, wenn du nicht stationär aufgenommen wirst. Das heißt, wenn du ins Krankenhaus kommst, also sobald vor Ort irgendwas ist und du ins Krankenhaus gebracht wirst, sei es nur zur Kontrolle oder um sicher zu gehen, spricht die Polizei dann standardmäßig von einer leichten Verletzung. Mhm. Und wenn du dann irgendwie stationär aufgenommen wirst, was weiß ich, zur Überwachung, meinetwegen, du bist auf den Kopf gefallen
Und dann könnte es ja sein, dass du eine Gehirnerschütterung hast und dann bleibst du standardmäßig 24 Stunden zur Überwachung. Da wird regelmäßig Blutdruck und so weiter gemessen. Dann spricht die Polizei von einer schweren Verletzung oder schweren Körperverletzung in dem Fall. Obwohl es sogar möglich ist, dass du überhaupt keine hast, ne? Genau, also aber das ist das Standardrepertoire, wie die Polizei das halt für sich definiert und wie die das halt dann formulieren. Und also ein Stück weit auch irgendwo nachvollziehbar, aber gleichzeitig natürlich auch irreführend, weil man sich nichts darunter vorstellen kann. Alles klar, ich zitiere mal kurz. Glücklicherweise geht es ihr jetzt wieder deutlich besser, so der Vater. In seiner Miene ist eine Spur von Erleichterung zu erkennen. Trotz des Vorfalls will er sich mit seiner Familie nicht aus der Stadt in Mecklenburg-Vorpommern vertreiben lassen. Wir leben seit 2016 in Grevesmühlen, wir bleiben hier, so der Garnahe zu Bild. Seine beiden Töchter besuchen die örtliche Tanzschule, sein Sohn Michael ist im Fußballverein. Doch viel mehr möchte der Vater nicht erzählen. Aus Angst vor weiteren rassistischen Attacken? Hä? Ja, vermutlich ist das der Grund. Oder, da ist halt im Großen und Ganzen gar nichts passiert. Ein winziger Streit unter Kindern und der Vater versucht halt einen Streit um Buddelförmchen oder Pokémon-Sammelkarten oder so ein Scheiß im Sinne des aktuellen Zeitgeists aufzublasen, um dann 3 Tage lang vom politmedialen Komplex umworben zu werden. Wie beim Spiegel am 18.06. dann, nachdem Politik und Medien und selbst Psychologen wirklich alles gegeben haben, erfahren haben, ich zitiere: Die beiden Mädchen waren Polizeisprecherin Lemke zufolge auf dem Rückweg von einem Tanztraining. Der Verein bestätigte auf Spiegelanfrage, dass die beiden bis 19.10 Uhr einen Kurs besucht hatten. Auf dem Heimweg, so die Polizei, sei die 8-Jährige mit einem Tretroller an einem Jungen vorbeigefahren, der ihr mit seinem ausgestreckten Bein den Weg versperrt habe. Er habe das Kind mit seiner Fußspitze berührt. Wo genau? Auch diese Frage beantwortet Lemke nicht. Laut Polizei ist der Junge 11 Jahre alt. Das Motiv für sein Handeln ist demnach unklar. Und das war's. Und das ist alles, was da passiert ist. Ich habe nachher noch ein bisschen mehr Details, aber im Großen und Ganzen war es das. Also aus dem Tritt ins Gesicht, der eine 8-Jährige schwer verletzt ins Krankenhaus beförderte, ist innerhalb von 3 Tagen ein mit der Fußspitze berührt geworden. Und wurde dabei irgendwie geschrien oder, keine Ahnung, hatte der eine Planmaske auf? Jein, gut, dass du das jetzt hier ansprichst, weil das Video, es gibt ein Video zu dem Vorfall, geht 5 Minuten 45, hat mir der Boris geschickt. Vielen Dank nochmal dafür. Ich habe das übrigens irgendwie nach 3,5 Minuten nur so abgebrochen. Da passiert halt nichts. Ja, das N-Wort fällt ein paar Mal. Der Vater ist allerdings auch gut am Rumschreien und am Ragen. Ja, ich nehme an, da hat sich halt die Stimmung hochgeschaukelt. Also, die machen den Affen, da ist ein großes, da beginnt quasi eine Art Rauferei dann nach dieser Sache? Nein, keine Rauferei. Aber dazu kommen wir später noch. Okay. Es gab keine Rauferei, es gab gar nichts. Es gab Rumgeschreie. Also ja, in dieser Videoaufnahme haben sich hier und da mal irgendwie 2, 3 Leute geschubst, die danach dann aber aus dem Bild rausgegangen sind und so. Die hatten also mit dem Streit an sich anscheinend gar nichts zu tun. Die, ich glaube, Mutter von den Kindern, vielleicht weißt du das, Boris, die ist auch sehr, sehr lautstark im Video zu hören und geht dann ziemlich aggressiv und energisch auf irgendjemanden los, macht dann aber nichts. Also um es kurz zu machen, da ist gar nichts passiert. Also es gibt dazu einen relativ ausführlichen Beitrag von News von Pauline Voss geschrieben. Da haben die sich das ganz detailliert und langsam angeguckt, weil die Qualität ist ja, also dadurch, dass die halt weiter weg sind, muss halt reinzoomen, erkennst halt nicht viel. Das, was zu erkennen ist, die haben das halt relativ ausführlich analysiert, das Video. Und aus den Aufnahmen, die dort zu sehen sind, das Erste, was quasi passiert, ist der Vater, der so tut oder quasi so ansetzt und kurz vorher aufhört, irgendwie jemanden zu schlagen. Also weißt du, als wenn du das so eben androhen würdest. An einer Stelle siehst du, wie die Mutter seitlich irgendwie das Bein, ich weiß nicht, Alter, als würdest du wie so ein Fußball irgendwie von hinten, da probiert sie irgendwie jemanden, der da vorbeigeht, zu treten. Also die von denen das zumindest aus den Aufnahmen als erstes ausgeht, scheinen tatsächlich die Eltern zu sein. Das Lustige ist, hier haben wir wieder so eine Story, die mit anders verteilten Rassen genau ins Gegenteil verkehrt worden wäre im medialen Auge. Wenn das weiße Eltern sind, die sauer sind, dass irgendein Migrant ihrem Kind ein Beinchen gestellt haben und dann da Schläge antäuschen und so weiter, dann wären das diejenigen, die da den großen, keine Ahnung, Pogrom. Dann wäre da aus einem Buddelkastenstreit ein handfester Nazi-Skandal geworden. Exakt. Ja. Und ich möchte auch nochmal daran erinnern, dass der Hauptverdächtige, der ist 11 Jahre alt. Also ein 11-Jähriger hat da irgendwem, also der 8-Jährigen,
halt den Weg versperrt oder halb versperrt, ne? Weil sie kam ja dann irgendwie doch noch durch und ist noch nicht brutalst gestürzt oder sowas. Ich muss das schätzen, ne? Ist auch schon ein paar Jahre her, aber grob geschätzt habe ich im Alter zwischen 8 und 12 etwa 50 Mal oder so ein Bein gestellt bekommen und habe in etwa 50 Mal irgendwelchen anderen Leuten ein Bein gestellt. Also, das ist das Normalste auf der Welt. Ein 11-Jähriger stänkert eine 8-Jährige. Und das sorgt in Deutschland mittlerweile für Schlagzeilen und Sondersendungen, ja, wenn ein Kind ein anderes Kind ärgert. Na, wegen der Rasse der Beteiligten. Der Skandal ist, also das hat sich ja erst entwickelt, als die beiden Kinder zu ihren Eltern gelaufen sind, rumgeheult haben und die dann davon, also dann der Meinung waren, die müssten jetzt dem 11-Jährigen und welchen anderen Leuten da auch immer irgendwie die Meinung geigen, Mutti flippt vollkommen aus, also die kriegt da ja einen handfesten Nervenzusammenbruch in diesem Video, wie sie da rumspringt, dass das andere Kind noch dazu holt, am Arm packt, das Kind probiert, die Mutter festzuhalten und quasi noch, also eine 10-Jährige irgendwie eine erwachsene Frau versucht zu beruhigen. Also die Reaktion der Eltern darauf völlig, völlig gestört und überzogen, was dann im Endeffekt halt auch man zu hat halt also im wahrsten Sinne des Wortes, unabhängig von irgendwelchen Hautfarben, den Affen gemacht. Ja, also allein die Tatsache, dass Eltern sich da einmischen, wenn 8- und 11-Jährige irgendwie was auch immer für ein Problem halt da miteinander haben. Also weiß ich nicht, wenn ich auch an meine Kindheit irgendwie denke, wenn jedes Mal, wenn man irgendwie ein Problem mit einem anderen Kind gehabt hat im selben Alter, wenn ich dann irgendwie die Eltern dazu, die hätten mir einen Vogel gezeigt. Also, ja. Oder weiß ich nicht. Aber das auf jeden Fall nicht ernst genommen und wären dann irgendwie los. Es sei denn, ich wäre jetzt irgendwie verprügelt worden, ja. Und wäre wirklich irgendwie, keine Ahnung, ne, also grün und blau geprügelt. Dann wäre mein Vater ziemlich sauer. Ja, ich meine, also wenigstens ordentlich eine geklatscht bekommen oder sowas. Also irgendwas. Ja, und nicht mit dem Fußstreifen. Ja, aber wir reden ja von Fußspitze berührt. Also ja. das ist so das Level, wo es quasi losgeht. Also das ist das, was der 11-Jährige getan hat, weshalb ja auch jetzt gegen den ermittelt wird. Gut, dann, Stummo, zeig uns mal den nächsten Clip. Da hat Horizont alle möglichen Medienerzeugnisse zusammengeschnitten, bei welchem man dann darauf rumgeritten ist, dass dem Mädchen ins Gesicht getreten wurde. Ein mutmaßlich rassistischer Angriff einer Gruppe junger Leute auf zwei ghanaische Mädchen in Mecklenburg-Vorpommern hat für Entsetzen gesorgt. Dem jüngeren Mädchen sollen die Angreifer unter anderem ins Gesicht getreten haben. Hier soll es passiert sein in Grevesmühlen. Laut Polizei sollen die Täter dem jüngeren Mädchen unter anderem ins Gesicht getreten haben. Dem jüngeren Mädchen sei unter anderem ins Gesicht getreten worden. Der Jüngeren ins Gesicht getreten. Dem jüngeren Mädchen sollen die Angreifer dabei ins Gesicht getreten haben. Dem jüngeren Mädchen sei unter anderem ins Gesicht getreten worden. Dem 8-jährigen Mädchen wurde ins Gesicht getreten. Psychologen sehen einen Zusammenhang zwischen dem Rechtsruck bei den letzten Wahlen und solchen Gewaltexzessen. Das kann man noch nicht sagen. Gehen Sie auf schnellen Vorlauf. Fertig zum schnellen Vorlauf. Schneller Vorlauf, Marsch! Befehl ausgeführt, Sir. Alle Mann einschnallen! Entgegen erster Polizeimeldungen werden die Mädchen dabei nicht verletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hat das 8-jährige Mädchen keine körperlichen Verletzungen erlitten, die auf die in der Erstmeldung geschilderte Tathandlung hindeuten. Die 8-Jährige, die ist aber nicht verletzt worden und es soll auch keinen Tritt ins Gesicht gegeben haben. Einen kräftigen Tritt ins Gesicht, wo man sich ja gefragt hat, wie kann das überhaupt sein, scheint es nach aktuellem Standort nicht gegeben zu haben. Alrighty then. Dem 8-jährigen Mädchen wurde ins Gesicht getreten. Ein Tritt ins Gesicht scheint es nach aktuellem Standort nicht gegeben zu haben. Also wir wissen jetzt, es gab keinen Tritt ins Gesicht. Von welchen Verletzungen wissen wir denn, Boris? Hast du da irgendwas zu recherchiert? Das, was wohl bekannt ist, ist, dass der Vater einen Verband am Arm und an der Hand haben soll. Da hat ja auch unter anderem die Bild-Zeitung in dem Interview drüber geschrieben. Mhm. Und dann war die Rede von Verletzung am Finger und die Dame. Also nochmal kurz, 20 Neonazis, ja? Ja. Und dann eine schwarze Familie in Grevesmühlen. Mhm. Ja. Und am Ende hast du eine Verletzung am Finger und einen Verband. Ja, pass auf, aber die Dame, das kommt ja dann gleich noch, mit der ich mich da unterhalten habe, die sich da aktivistisch gegen rechts stark macht und politisch irgendwie engagiert. Sie war der Meinung, der Finger sei gebrochen. Ich bin mir sicher, wäre er das, dann wüssten wir das von offizieller Stelle. Und die Polizeisprecherin von Rostock meinte halt, dass die Information darüber, da musste ich 4-5 Mal nachfragen, bis sie das dann irgendwie so rausgedrückt hat, die Information darüber, dass es keine Verletzungen beim Kind gäbe,
die hätte die Polizei aus dem Krankenhaus. Also das heißt, dann werden die irgendwie den Arztbericht oder den Arztbrief dann aus der Notaufnahme oder von wer auch immer dann da sie anbehandelt hat, gelesen haben, woraus dann hervorgegangen sein muss, dass das Kind auf jeden Fall keine Verletzung hat. Aber wie gesagt, ich glaube, bei einem gebrochenen Finger, so wie sie das dargestellt hat, dann wüssten wir das. Und was jetzt genau Verletzung... Nee, warte, das reicht schon als Statement. Ich habe dazu eine Quelle, ich lese das auch gleich weiter vor. Das war eher so eine Frage, damit du ein bisschen erzählst, was du da so herausgefunden hast. Also zum einen sind wir uns einig, dass wenn der Vater Tollpatschigkeit gestolpert wäre und sich dabei den kleinen Finger angebrochen hätte, dass in der Presse gestanden hätte, wurde mit Knochenbrüchen ins Krankenhaus eingeliefert? Ja. Alles klar, gut. Also zum Vater konnte ich gar nichts weiter herausfinden. Und zu der Tochter erfährt man unter anderem bei Apollo News Folgendes. Die Meldung über den Angriff war falsch. Am 17. Juni veröffentlichte das Polizeipräsidium Rostock eine Richtigstellung, aus der hervorgeht, dass das achtjährige Mädchen, Zitat der Polizei, keine körperlichen Verletzungen erlitten hätte. Also wir sind jetzt von Tritt in die Fresse, schwer verletzt im Krankenhaus zu keine körperliche Verletzung erlitten. Ein Satz noch, Schlomo. Insgesamt gab es keinen körperlichen Vorfall. Vor allem schwer verletzt im Krankenhaus. Das Bild, das man da hat, ist ja diese Mumie halt, ne? Eingepackt in Bandagen und nicht mehr in der Lage. Gebrochen. Ja, genau, die nur noch reingerollt wird in den Raum und wieder rausgerollt wird, ne? Einmal am Tag gewendet wird. Nur noch am Röcheln. Die Frage ist auch, von was soll er sich denn überhaupt den Finger gebrochen haben? Wie breche ich jemand anderem in aggressiver Manier den Finger? Also das wirkt für mich wie eine der Körperstellen, die am schwersten offensiv zu verletzen sind. Oder du machst das, du bist halt so John Wick-mäßig, weißt du, so der versucht dich zu schlagen und dann brichst du so den Finger, während er dann irgendwie seine Waffe fallen lässt oder so, weißt du, das könnte ich mir noch vorstellen. Ja. Gut, also mir stellen sich hier zwei Fragen. Zum einen, wer zahlt jetzt eigentlich den Krankenhausaufenthalt, wenn es dafür offensichtlich gar keinen Grund gab? Und zweitens, wie kann es sein, davon gehe ich aus, wie kann es sein, dass die Polizei am 17., also am Montag öffentlich macht, dass dort absolut nichts Erwähnenswertes vorgefallen ist. Und am Donnerstag, das sind dann 3 Tage später, bilden über 400 Schwachköpfe in Grevesmühlen eine Menschenkette gegen Rassismus. 460 mit dem Bürgermeister zusammen. So ist es. Mit der und irgendeiner Innenministerin oder so. Innenministerin von den Linken und irgendein MdB, ich weiß nicht, Wismar, irgendein SPD-Bundestagsabgeordneter ist auch noch da. Witzig ist also ja, selbst aus dem Nachbarort. Die Stelle, die gerade eingeblendet wird hier mit dem NDR-Beitrag, wo du im Hintergrund ja ich glaube, das war der Fußballverein oder so war das, ne? Wo die da irgendwie sich versammelt haben. Genau an der Stelle sagt ja dieser NDR-Moderator dort, dass man jetzt die Info von der Polizei hat, dass es keine Verletzungen gab. Also du bist quasi auf einer Veranstaltung, wo sie dagegen sich irgendwie stark machen oder laut gegen rechts und was auch immer sein wollen und für Toleranz und so weiter. Während dann Moderator steht und sagt, ja übrigens, False Flag, Freunde, ist gar nichts passiert. Ja, du, ist ganz witzig, dass du es ansprichst, weil der Drecksblatt Stern war hier auch recht ehrlich. In dem Artikel steht dann drinne, wahrheitsgemäß, Zitat, am vergangenen Freitag wollten einige von ihnen ein kleines Mädchen mit ghanaischen Wurzeln auf ihrem Roller zu Fall bringen und beleidigten später dessen Familie rassistisch. Wollten zu Fall bringen. Sie wollten. Ja, und jetzt bilden diese Irren schon Menschenketten, weil ein Elfjähriger versucht hat, ein anderes Kind zu ärgern, indem es das andere Kind erfolglos an der Weiterfahrt hindert. Ihr ein Bein zu stellen. Das Problem wird ja sein, das hat man angeteasert, organisiert. Übrigens haben die da auch Zettel und Flyer und so aufgehangen, allerdings ohne, dass daraus hervorging, von welcher Organisation das irgendwie ausgeht. Also diese Menschenkette, da gibt es ja irgendwie dieses Bündnis Grevesmühlen für alle. Und noch irgendwie ein, zwei andere so Anti-Nazi, was auch immer, Vereine. Die haben sie halt da aufgehangen so und dann kündigen sich halt Leute an und sagen, ja, ne, wollen wir halt mal vorbeikommen, hier Menschenkette machen und so. Das kannst du ja nicht absagen. Also das Momentum musst du ja mitnehmen. Ja. Das ist klar. Aber ich meine, ich bin dankbar drum, ne? Weil ich denke, sowas öffnet dann auch dem, ne, nicht dem letzten Idioten, aber zumindest einigen Idioten die Augen. Worauf du halt pochen musst, ist, es geht ihnen um die Rasse des Täters. Das ist der Grund, aus dem sie das so interessant fanden. Und des Opfers vor allem.
Genau, genau. Aber mit dem falschen Täter wäre es auch wieder egal gewesen. Also Freunde, schwarzer Täter, arabischer genau Täter. Genau darüber wollte ich am Ende mit euch diskutieren. Ach so. Ja, ob wieder mal eben, ich habe das nämlich vorhin schriftlich versucht und es ist mir nicht ganz so einfach gefallen. Ja, das hat ja mehrere Ebenen. Also der Täter ist natürlich sehr relevant, aber auch nur in Abhängigkeit vom Opfer. Aber darüber reden wir ganz am Ende nochmal. Ja, nochmal ganz kurz zurück zu Apollo News. Ich zitiere nochmal zwei Absätze. Doch da war die Geschichte bereits geschrieben. Bundesweit hatten Politiker ihre Bestürzung über den angeblichen Rassismusskandal geäußert. Unter ihnen die mecklenburg-vorpommerische Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, gefolgt von Bundesinnenministerin Nancy Faeser und Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt. Zu der revidierten Meldung äußerte sich keine der drei. Den Tweet von Frau Katrin Göring-Eckardt haben wir jetzt hier eingeblendet, nehme ich an. Den hat sie übrigens bisher nicht gelöscht. Der ist nach wie vor genauso online. Ja, ich zitiere... Ach so. Was in Grevesmühlen passiert ist, zeugt von niederstem Menschenhass. Die Täter haben jeden Funken Menschlichkeit verloren. Wo immer es zu Rassismus kommt, braucht es den Aufstand der Anständigen. Schweigt nicht, hört nicht weg, holt Hilfe, schreitet ein. Großartig. Bewegende Worte, mir kommen die Tränen, Freunde. Wir kommen gleich zu Gera und was da diese Woche passiert ist. Ich habe bei Frau Katrin Göring-Eckardt geguckt, ob sie sich auch zu Gera auf Twitter geäußert hat und die Antwort lautet nein. Zumindest dieselbe Frau Katrin Göring-Eckardt, die bei einer Sitzung des Innenausschusses Anfang des Monats, als es da um den Afghanen Suleiman Atayeh, der in Mannheim den Polizisten Rufen Lauer abgeschlachtet hat, ging, als Bemerkung ein Mimimi rausgehauen haben soll. Ich zitiere erneut jetzt ein anderer Artikel. Der AfD-Abgeordnete Christian Wirth gab gegenüber der Zeitung an, dass sein Kollege Martin Hess zu dem Zeitpunkt die Verteilung von Ressourcen kritisiert habe. Hess bemängelte in Bezug auf die Ereignisse in Mannheim, dass man in den Kampf gegen rechts mehr investieren würde als in Maßnahmen gegen Islamismus, obwohl von letzterem die größere Gefahr ausgehe. Daraufhin soll Göring-Eckardt mit Mimimi reagiert haben. Die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags, Freunde. Ja. Dann weiten wir jetzt den Blick ein wenig, was diese Woche noch so an die Medien gelangt und es hat dieselben Leute einen absoluten Scheißdreck interessiert. Tweets dazu findet ihr zum Beispiel nicht. Statements findet ihr nicht. Fangen wir an mit Berlin-Spandau. Eine 80-jährige Berlinerin ist im Südpark in Spandau unterwegs. Dort wurde sie von einem Mann plötzlich beschimpft und dann auch attackiert. Der Angreifer schlug auf die Frau offenbar mit einem schweren Gegenstand ein. Dadurch wurde die 80-Jährige schwer verletzt. Sie muss im Krankenhaus intensivmedizinisch behandelt werden, weil sie mehrere Brüche im Gesicht hat. Aber mal als Gegenprobe eine sogenannte schwere Verletzung. Gut. Bad Oeynhausen, bitte? Oeynhausen. Bad Oeynhausen, danke Boris. Weißt du, was da passiert ist? Nee, aber ich habe da in die Ecke gewohnt, deswegen kann ich dir sagen, wie es ausgesprochen wird. Sehr schön. Immerhin, jetzt halte ich mal fest, was da so abgeht. Das ist auch eine interessante Gegend, ja? Ein 20-Jähriger und sein 19-jähriger Begleiter sollen in der Nacht zu Sonntag in einem Park mit einer Gruppe von rund 10 Männern in Streit geraten sein. Dabei hätten die Unbekannten auf sie eingeschlagen und getreten. Einer von ihnen habe den 20-Jährigen danach von der Gruppe weggezerrt und weiter attackiert. Bei dem 20-Jährigen bestehe aufgrund multipler, schwerster Kopfverletzungen akute Lebensgefahr. Laut Mitteilung der Polizei wurde die Gruppe der Angreifer wie folgt beschrieben. Circa 10 Personen, männlich, südländisch, etwa 19 bis 20 Jahre alt, teilweise mit Trainingsanzügen der Marke Adidas. Der Unbekannte, der den 20-Jährigen lebensgefährlich verletzte, sei als, Zitat, männlich, südländisch, circa 20 Jahre alt, circa 1,76 groß, Oberlippen- und Kinnbart, neon-orangene Trainingsjacke der Marke Adidas beschrieben worden. Alles klar. Neubrandenburg. Ein syrischer Schüler ist auf dem Nachhauseweg von der Schule von drei Mitschülern krankenhausgeschlagen und getreten worden. Die Täter sind zwischen 12 und 14 Jahre alt und selber Syrer und Türken. Alles klar. Gera. Es sind Bilder, die schockieren. Vier syrische und afghanische Jugendliche haben in Gera einen 14-jährigen Deutschen brutal verprügelt. Die Täter drückten dem Opfer mit einem Würgegriff die Luft ab, sie schlugen wieder und wieder gegen seinen Kopf und filmten die Tat. Bei der aus rund 20 Angreifern bestehenden Personengruppe handelt es sich mehrheitlich um junge Syrer und Afghanen. Das Opfer ist ein 14-jähriger Deutscher, bestätigte die Polizei in Gera auf Nachfrage von News. Die Tatverdächtigen seien zwischen 12 und 15 Jahren. Die vier Angreifer, die aktiv auf dem Video zu sehen sind, sollen strafunmündig sein. Sie seien zwischen 12 und 13 Jahren. Im Gegensatz zu Grevesmühlen, was ja den politmedialen Komplex die letzten 8 Tage so richtig buschig gemacht hat,
gibt's zu Gera übrigens auch ein Video, auf dem aber nicht gar nichts zu sehen ist. Also, wie vorhin schon angesprochen, ne, zu Grevesmühlen gibt es ja auch ein Video, aber da ist halt nichts zu sehen. Einmal das Video bitte, Schlummo, über das Frau Katrin Göring-Eckardt diese Woche nicht ein Wort verloren hat. Nein, Mann! Der hat auf Mara gespuckt. Wer? Ey, Ben, der hat auf deine Freundin gespuckt, ne? Ben, wo bist du? Ben, der hat auf deine Freundin gespuckt, ne? Ich schwöre, bei meinem Vater hat er gemacht. Jungs, da kommt jemand, chill. Da kommt jemand. Ja, die Gang soll in Gera schon seit einer ganzen Weile bestens bekannt sein. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, seit Monaten treiben die da ihr Unwesen. Das war also nicht der erste kleine Ausrutscher, den die sich da erlaubt haben. Es gibt ein weiteres Video, scheinbar aus der Vergangenheit. Also das hat mit dem ersten Video rein gar nichts zu tun. Und auch hierzu haben weder Scholz noch Göring-Eckardt noch sonst wer, der nicht AfD-Mitglied ist, irgendwo auch nur ein Wort verloren. Einmal das nächste Video bitte. Warum hast du uns beleidigt? Welche Grund gab's? Ja, weil ich dumm war. Ich hab mich auch entschuldigt. Warum schickst du News weiter? Hab ich. Hast du... Ich sehe mit deinem 7-Fan-Jahr-Dabung. Hä? Ja, sag doch warum. Ich will mir die Jacke. Was? Ich doch mal. Wahrscheinlich. Ich will mir die Jacke. Warum bleibst du denen? Warum bleibst du uns? Ich will die Jacke geben. Ja, sehr gut. Ich habe mich entschuldigt. Sieh aus, Jacke. Sieh aus, aber du hast nicht so viele Fehler. So Jacke aus. Warum? Weil es nicht meine ist. Hier, mach keine Scheiße. Jetzt ist gut. Nett ist mir. Doch, sonst mach ich es kaputt. Aus. Kann ich nicht. Doch. Ja, gehört hier. Du hast nicht mal hier. Das ist mir egal. Warum ist das an? Ist das deine Nähe? Ja, das war übrigens ein astreiner Tritt in die Fresse. Also erst ein Schlag, dann ein Tritt, den wir auch noch auf Video haben. Weil die den gefilmt haben, wohlgemerkt, was nicht das erste Mal ist. Ne? Ja, so ist es. Genau, wir wollten also, bevor wir gleich noch zu einem kurzen Segment zu der Thematik kommen, wollte ich noch ganz kurz genau das Thema ansprechen, was du davon schon aufgemacht hast. Ne? Also unter welchen Bedingungen ist ein Vorfall im Zusammenhang mit einer Körperverletzung oder möglicherweise schon mit einer Beleidigung, ja, für den politmedialen Komplex interessant und wann ist das eben nicht der Fall? Und es reicht ja nicht aus, also jeder Deutsch, Opfer, nicht Deutsch, reicht ja so nicht immer aus, ne? Weil, also ein Beispiel, was mir zum Beispiel wichtig war bei dem Gedanken, den ich mir vorhin dazu gemacht habe, das ist der Moment, wo diese Leute, die sonst Schnappatmung bekommen, wenn ein Krat zum Beispiel von Staatsvolk versus Volkszugehörigkeit sprechen, ja? Und so tun, als würden sie nicht verstehen, was gemeint ist. Mhm. Ja? Die exakt selben Leute wissen das aber dann ganz genau. Also die würden uns in so einem Vorfall niemals einen Deutschen, einen Menschen mit deutschem Pass vorsetzen, der Ümit heißt oder so. Also da ist denen dann schon klar, das geht jetzt hier nicht als Nazi-Skandal durch. Klar, und sie würden gleichzeitig auch nicht aus einem Türken, der aber einen deutschen Pass hat, als Opfer einen Deutschen machen. Ne? Das wäre dann nicht, nein, die Geschichte, richtig, Deutscher, richtig, zusammengeschlagen von anderem Deutschen, sondern Türke zusammengeschlagen. Ja, ja. Ja, oder zumindest fremdenfeindlicher Angriff oder sowas. Ja, genau, rassistischer Angriff auf Ümit Ütlü. Oder türkischstämmig oder irgendwie. Auf jeden Fall wäre die Herkunft... Ja, naja, Deutsch-Türke würde man wahrscheinlich sagen, ja, ne? Ja, das wäre auf jeden Fall wichtig. Oder der Sohn schwer und hart arbeitender türkischer Einwanderer, die Deutschland nach dem Krieg wieder aufgebaut haben oder so. Ja, genau, ja, schon. Du hast schon die Pyramide eingeblendet. Ja, diese Pyramide, also... Wer hat die gemacht? Die habe ich gemacht. Also das ist die Originalversion. Das ist die erste Version, die es jemals gab davon. 10 von 10. Ja, genau. Diese Pyramide stellt die linke Hackordnung meiner Meinung nach so akkurat dar, dass du bei einem Vorfall,
wie diesem hier bei irgendeinem einer Gewalttat daran festmachen kannst, wer die Täter sind, also wo die Täter angesiedelt sind auf dieser Pyramide, ob die Medien sich dafür interessieren werden und das an die große Glocke hängen werden und auch vor allem deren Rassen- und Geschlechtszugehörigkeit an die große Glocke hängen werden oder nicht. Ne? Also ich behaupte, wenn der schwarze arabische Mann misshandelt wird von, sagen wir, den weißen Frauen oder so. Ich meine, das wäre jetzt ein Fall, der wäre relativ unwahrscheinlich. Aber dann verlieren halt die weißen Frauen. Ne? Das misshandelt werden kann dann auch so aussehen. Ist eigentlich egal, was passiert. Jede Art von Aggression zwischen diesen Gruppen wird nach diesem Schema entschieden zugunsten der höher liegenden Gruppe im öffentlichen Auge. Ne? Wenn es ein Wortgefecht gibt und beide Seiten werfen sich etwa eine rassische Verunglimpfung an den Kopf, dann wird diejenige verteufelt, die tiefer auf dieser Skala ist. Das ist es. Also sagen wir, der schwarze Mann nennt den weißen Schwulen eine Schuchtel und der weiße Schwule nennt dann den schwarzen Mann eine. Da ist vollkommen klar, was nachher die Schlagzeile ist. Ne? Da hat der weiße Schwule verloren. Ja, und zwar deutlich, deutlich, deutlich. Ja. Was glaubt ihr, was wäre, wenn das Markus wäre? Markus G? Ja. Der was macht? Was macht Markus G? Also ich glaube, auch er dürfte das N-Wort nicht droppen. Nein, nein. Also da würde ich mitgehen. Aber tendenziell, meiner Meinung nach, garantiert nicht. Tendenziell wäre er ja in der Opferpyramide drüber. Nee, also ich sag dass die Rassen das Ganze untereinander deckeln. Also innerhalb derselben Rasse hast du dann die Hierarchie von Männern unten, Frauen drüber und LGBT nochmal drüber. Aber du kommst nicht raus aus deiner Rassenzugehörigkeit. Das heißt, die nächsthöhere Rasse hat dann wieder dieselbe Hackordnung unterhalb oder in der eigenen Gruppe. Aber glaubst du nicht, dass ein Türke, der ihn jetzt anpöbeln würde. Sehr schönes Beispiel. Weiter. Ich glaube, wenn mal angenommen, wir hätten in Berlin halt so eine Szene und es käme bei irgendeinem Stand oder so dazu und es gäbe dann irgendwie so ein Wortgefecht-Austausch und Markus würde nicht die N-Bombe irgendwie droppen, weil bei einem Türken ergibt das ja auch relativ wenig Sinn. Er kann die K-Bombe droppen. Ja, er könnte sagen, geh nach Hause. Ja, aber ich glaube, dann wäre, also wenn es jetzt um Richtung körperlichen Angriff geht, und ich glaube, Markus könnte sich wehren, ich glaube, dann wäre es schwierig, oder? Du, ich glaube, sie hatten da einen ganz guten Fall, Malte C. Der Fall ist uninteressant geworden in dem Moment, wo er rauskam, der Täter ist Tschetschene. Also Malte C. aus... Das wurde am Ende einfach weggelassen. Also daraus wurde dann nur gemacht, Malte C. irgendwie Opfer von irgendwie brutaler Gewalt und sowas suggeriert, es sei ein rechter, weißer Deutscher irgendwie gewesen, der Täter. Sogar der Scholz-Monat wurde ja eine Verbindung gesetzt damit. Genau, deswegen hat man alles bezüglich des Täters einfach weggelassen und erinnert halt nur an das Opfer, ohne Bezug zum Täter. Genau, ja, das ist, was sie in der Regel interessant mit dem Moment, ne? Also als die Bild den Namen und die Herkunft des Täters veröffentlicht hat, war das Ding durch. Es gab doch mal keine Stand, nicht mehr ein weiteres Presseerzeugnis. Es war einfach egal. Die Frage ist ja auch nicht die, wann berichtet die Presse? Die Presse berichtet schon über alles Mögliche. Also so ist das nicht. Ne? Es ist nicht so, dass sie nicht berichten. Also auch da wird es garantiert Tendenzen geben. Aber im Großen und Ganzen berichten die schon mehr oder weniger über alles. Ne? Aber wann tweetet eine Katrin Göring-Eckardt zu einem Vorfall? Ja, wann stellt sich ein Scholz hin und sagt, was waren seine Worte? Das ist inakzeptabel oder sowas. Ich habe schon vergessen, worum es da ging. Eine Lappalie ging es da. Was waren das nochmal? Ach, Sylt. Bei fucking Sylt, Alter. Ja, gibt Scholz-Interview und sagt, war das seine Wortwahl? Das ist inakzeptabel? Irgendwie sowas in der Art. Ja. Also, wir haben hier statistisch jeden Tag in etwa oder mindestens ein Dutzend Vorfälle, die Sylt um den Faktor 100.000 übersteigen. In der Intensität, in dem, wie sehr da jemand verletzt wird und so weiter und so weiter und so weiter. Aber Scholz stellt sich hin und redet dann über diesen Fall. Darum geht es letztendlich. Und darüber, dass der Täter halt ein Tschetschene ist oder war, in dem Fall von Malte C., die Bild hat's rausgehauen und damit war die Geschichte vorbei. Hat keinem interessiert. Ich würde so ausdrücken, dass das entscheidende Element in der untersten Gruppe, also Weißen als Gesamtgruppe, liegt. Wenn man die irgendwie als die Aggressoren darstellen kann in einem Sachverhalt, dann tut man das immer. Denn das ist das oberste Ziel. Eigentlich all diese Unterdrückung, die selbst dann unterhalb der Weißen die LGBT-Leute und die Frauen und so weiter erfahren, wird ja gepinnt auf die alte Gesellschaftsordnung der Weißen, das alte patriarchale Weltbild der Weißen, vor allem der weißen Männer. Aber ich behaupte, das ist die dominierende Kategorie. Wenn die mit am Start ist, dann wird es interessant. Wenn man denen irgendwie einen Strick aus etwas drehen kann, dann wird es interessant. Wenn das Ganze sich abspielt zwischen Nicht-Weißen, ist es quasi egal. Ja, ich gehe damit. Ja.
Gut, dann haben wir jetzt noch ein Segment zum Ausklang und dann geht's hier weiter. Ich weiß gar nicht, womit. Achso, mit Boris. Oder Boris, willst du nur kurz dein Video hier raus? Nee, machen wir danach. Machen wir danach. Wir sprechen uns kurz ab und dann machen wir mit Boris Video weiter. Alles klar. Wenn deutsche Jugendliche zum Freiwild werden. Sie würgen ihn, sie verhöhnen ihn, immer wieder schlagen sie auf ihn ein. In Gera rotten sich 20 Syrer und Afghanen zusammen, um einen deutschen Schüler zu quälen. Stolz stellen sie das Video in die sozialen Netzwerke. Und es passiert nichts. Bodo Ramelow, qua Ministerpräsidentenamt, politisch mitverantwortlich für solche Gewaltexzesse, sinniert lieber darüber, wie seine im Sterben liegende Partei irgendwie noch in Thüringen an der Macht kleben bleiben kann. Wenn in Grevesmühlen einem 8-jährigen Mädchen aus Ghana ein Bein gestellt wird, steht die Republik Kopf. Selbst als sich die auch noch von der Polizei in die Welt gesetzte Mär vom rassistischen Gewaltexzess und Fußtritten ins Gesicht in die Luft auflöst, wird noch zu Demonstrationen aufgerufen. Die Ministerpräsidentin Mecklenburg-Vorpommerns, Manuela Schwesig, warnt davor, obwohl es gar keinen Übergriff gegeben hatte, nun bloß nichts zu verharmlosen. Wohlgemerkt, nachdem sie die Falschmeldung schamlos für die eigene politische Agenda ausgeschlachtet hatte. Was wäre in Thüringen und dem Rest des Landes wohl los, wenn 20 deutsche Schüler einen ausländischen Jungen minutenlang quälen? Die Tagesschau wäre los und die Innenministerien sowieso. Der Kanzler würde Videobotschaften im schwarzen Anzug veröffentlichen und Heerscharen linker Journalisten zum Tatort pilgern und Artikel verfassen, in denen irgendwas von Baseballschlägerjahren steht. Aber so, es ist eben nur ein Einheimischer. Kollateralschaden. Passiert halt. Bitte weitergehen, hier gibt es nichts zu sehen. Diese politische Doppelmoral, sofern man überhaupt noch von Moral sprechen kann, ist natürlich nicht neu und liegt der politischen Elite dieses Landes im, sofern man das noch sagen darf, Blut. Eine Regierung, in der eine Frau Antidiskriminierungsbeauftragte wird, die sich vor allem dadurch qualifiziert, dass sie die Einheimischen als Kartoffeln diffamiert, will es wohl vielleicht auch gar nicht anders. Kartoffeln brüllen sie auch auf Neuköllner Schulhöfen, wenn die letzten Deutschen da verprügelt und schikaniert werden. Grevesmühlen hier, Gera da. Auch das ist bemerkenswert. Während die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern, also in Grevesmühlen, vorsichtshalber die schlimmste Version der Geschichte veröffentlicht, wird das Einprügeln auf den Jungen in Gera samt Würgeattacken in der Mitteilung als leichte Verletzung bezeichnet. Immerhin liegt der ja nicht im Koma. Im Moment wird viel darüber diskutiert, welche Jugendlichen verstärkt AfD wählen. Es kursieren viele Erklärungsversuche. Das Klimathema sei im Moment eben nicht mehr so dominant, die AfD sei auf TikTok eben präsenter und auch die Corona-Maßnahmen müssen herhalten. Nur auf das Offensichtlichste scheint niemand zu kommen. Die Realität. Die Realität sind Schulen, die deutschlandweit kippen. Selbst in ostdeutschen Städten wie Gera. Dort treffen zivilisatorisch entwaffnete deutsche Jugendliche auf Gleichaltrige, die meist in ziemlich kaputten Gewaltgesellschaften sozialisiert wurden, wo eben das Recht des Stärkeren gilt, wo auch noch auf den Kopf getreten wird, wo 20 gegen einen kein Zeichen der Feigheit ist, sondern der kulturell akzeptierten Machtdurchsetzung. Malte und Stefan bekommen zu Hause im Zweifel den Hintern versohlt, wenn sie sich in der Schule prügeln, ihre eingewanderten Klassenkameraden dann im Zweifel aber eher nicht. In Gera sollen jetzt kriminalpräventative Maßnahmen ergriffen werden. Was soll das sein? Stuhlkreise? Gespräche mit linken Streetworkern? Ein ernstes Gespräch? Man muss kein Experte sein, um die Sinnlosigkeit des Unterfangens zu diagnostizieren. Die enthemmten Gewalttäter treffen auf ein Justizsystem, das auf eine weitgehend befriedete Gesellschaft zugeschnitten ist, in der der Strafgedanke hinter allerlei anderen Dingen zurücksteht. Auf ein Justizsystem, in dem oft die erste Vergewaltigung mit Bewährung geahndet wird. Nichts davon schreckt ernsthaft ab. Die unter 14-jährigen Täter kommen sogar generell straffrei davon. Dieser Cocktail aus heuchlerischer Politik, überforderter Polizei und einem Justizsystem am Rande des Kollapses ist toxisch. Es macht die Schwachen zu Freiwild und fördert letztlich auch eine gesellschaftliche Radikalisierung, die in diesem Land und vor allem all jenen noch schwerer zu schaffen machen wird, die nicht hinter Panzerglas durch die Straßen kutschiert werden und deren Kinder diesen Zuständen eben nicht durch einen schnellen Umzug im sozial weniger ungünstig durchmischten Kiez, wie es ein Redakteur der Taz einmal euphemistisch nannte, entkommen können. Ja, Freunde, damit wäre fast alles gesagt. Jetzt haben wir aber den Boris nicht einfach so heute als Gast. Er war nämlich selber in Grevesmühlen, hat dort Interviews geführt, hat dazu auch bereits ein Video hochgeladen. Das sollte mittlerweile auch aufrufbar sein. Boris, erzähl mal, du hast uns einen Ausschnitt mitgebracht. Mhm. Wahrscheinlich das Beste, was du da finden konntest an Interviewpartnern. Willst du das kurz irgendwie einleiten oder wollen wir einfach mal reingucken? Also grundsätzlich war es halt vor Ort so, dass die meisten natürlich nicht vor die Kamera wollen, was aber auch also gleichzeitig ein Problem ist von, ich würde sagen, auch öffentlich-rechtlicher Presse, weil ja gerade was so ja, bestimmte Teile Mecklenburg-Vorpommern oder auch Ostdeutschland angeht, da wird natürlich dann alles
in einem Kontext gezeigt, okay, das sind irgendwie die schlimmen, bösen Rechtsextremen und die haben ja irgendwie alle aus der Geschichte nicht gelernt, deswegen sind die Leute halt tendenziell kamerascheu, selbst wenn man, wie ich, nicht geneigt ist, die irgendwie zu missrepräsentieren, zu repräsentieren oder in irgendeine bestimmte Richtung drängen zu wollen. Das heißt also, auch ich leide irgendwie darunter, dass der ÖRR sich so verhält und die Leute so darstellt, wie sie es eben machen. Und die beiden, die ich dann da gefunden habe, die sich dann geäußert haben, also einmal ein junges Pärchen und einmal eine Aktivistin für diese ganze Szene gegen rechts, gegen Nazis und so weiter. Das waren halt die einzigen beiden, die sich filmen lassen wollten. Mit dem Rest habe ich mich halt so unterhalten und mir dann halt meine Notizen dazu gemacht und das dann so ein bisschen wiedergegeben. Ja, aber also insgesamt war es eher unspektakulär, aber halt vor allem interessant zu sehen, okay, wie ist es da tatsächlich? Probleme gibt es vor Ort, ja, und interessant war halt zu sehen, okay, wie unterschiedlich wird das halt eben wahrgenommen dort, ja. Dann kommt hier der Clip. Ist euch aufgefallen, dass es hier grundsätzlich Probleme gibt zwischen irgendwie Migranten und Leuten, die halt irgendwie aus Deutschland kommen? Ja, auf jeden Fall. Okay, was sind so eure Eindrücke? Was habt ihr so mitbekommen? Also ich habe häufig mitgekriegt, dass man schon auch als, ich will es jetzt nicht rassistisch ausdrücken, als weiße Person, dass man ganz schön doof angeguckt wird von so Dunkelhäutigeren, die auch häufig teilweise hier nicht mal unsere Sprache sprechen oder teilweise nicht mal Englisch. Und das hier in Grevesmühlen? Und das hier in Grevesmühlen. Also sonst, also der Umgang untereinander ist recht human, aber wenn man so manchmal diese Blicke so von denen abkriegt und die dann untereinander in ihrer Sprache was quatschen, denkt man sich meistens so, was wollten die jetzt von einem, dass die einen so angeguckt haben und dann tuscheln. Okay. Ist das im Rahmen der Schule oder passiert das eher hier irgendwie draußen im Alltag? Das ist eigentlich hier im Alltag. Eigentlich überall. Okay. Schule kann ich jetzt schlecht beurteilen. Ich bin seit einer Weile nicht mehr da gewesen. Beide Berufsschule. Aber ach so. An meiner Schule war es jetzt zum Beispiel kein Problem. So, also wie ist das mit dem Anteil an der Berufsschule? Wir hatten gerade eben mit einer gesprochen, die sagt, an dieser Wasserturmschule, da sei es wohl... Also unsere Berufsschule... Sei das wohl eher gemischt? Das unsere Berufsschulen sind beide in Wismar. Okay. An ihrer Schule wird, hallo, also würde ich jetzt behaupten, ist schon wirklich der Großteil andersfarbig als weiß. Okay. An meiner Schule ist das... Was für eine Berufsschule ist das, wenn ich frage? Berufsschule Nord, Berufsschulzentrum Nord, die beim Lidl. Ach so, ja, nee, was ist das für eine Schule? Also ist, da kann man Verkäufer lernen und Pflege, okay, und sowas. Und meine ist für Handwerkliche. Okay. Und da ist der Anteil an Migranten deutlich höher, ja, als bei mir ist es, würde ich erstmal behaupten, so grob geschätzt ein Fünftel. Ah, okay. Also viel weniger als bei dir. Ja. Und Wismar, Grevesmühlen gleichermaßen, dass es da Probleme gibt mit Migranten? Nee, oder? Wismar ist schlimmer. Okay. Das kann ich so schon ganz groß sagen. Ein bisschen komisch und kurios, warum es jetzt angeblich keinen Tritt mehr gab, was natürlich nicht der Wahrheit entspricht. Also ich habe da mehr Eindrücke sammeln können als, glaube ich, ein paar andere von der Polizei. Ich kenne die Täter zum Beispiel, die gehen bei mir auf die Schule, ein paar davon. Und also nicht in Grevesmühlen dann auf die Schule, sondern die kommen von außerhalb? Nee, oder? Die kommen aus Grevesmühlen, aus den verschiedenen Schulen, die es hier gibt, genau. Also ein paar sind tatsächlich außerhalb. Ja. Die habe ich aber auf dem Video oder auf verschiedenen Fotos, die ich habe, nicht erkennen können. Aber was meinen Sie, wenn die bei Ihnen auf die Schule gehen? Welche Schule gehen Sie dann? Oder was Schulcampus Grevesmühlen. Okay, und Sie sind da als? Schülerin. Ach so, okay. In welcher Klasse, welche Frage? Zehnte. Also ich bin schon jetzt wieder praktisch raus. Ach so. Ne? Also letzte Prüfungen geschrieben und sowas, aber... Ah, okay. Genau. Ja. Und noch? Die haben Sie dort erkannt und das sind auch Ihrer Meinung nach typisch aus dieser Szene? Teils, teils. Ne? Also natürlich gibt es die standardmäßig mit Glatze, Bomberjacke, Springerstiefel mit jetzt weißen Schnürsenkeln. Ich sagen, Sie mit Ihren kurzen Haaren würden fast ins Profil passen. Die Springerstiefel fehlen dann. Und die Bomberjacke, würde ich sagen. Ne? Naja gut, bin auch nicht rechts, ich bin links, ne? Aber ja, also ja. Also Sie sagen definitiv, okay, dass diese Geschichte mit dem Tritt und so, das hat stattgefunden. Das hat stattgefunden. Auch wenn die Polizei jetzt gesagt hat, es gab bei dem Kind keine Verletzung. Ja, also ich meine, das mit dem Thema, es gab keine Verletzung, finde ich ein bisschen schwierig, das so darzustellen, weil ich meine, wo kommt der gebrochene Finger von dem Vater her? Wo kommt das blaue, geschwollene Auge von dem Kind her? Na, also Sie kennen auch die Familie und die oder mit denen auch gesprochen? Oder persönlich, ich habe noch nicht mit denen gesprochen, aber der Bürgermeister Lars Prahler, also da habe ich aus erster Hand die Information erhalten. Auch das mit dem gebrochenen Finger, weil der hat ja ein Interview bei der Bild-Zeitung gegeben und da ist er ja
Also da hieß halt, okay, er trägt halt irgendwie einen dicken Verband um Arm genau. und Hand. Mhm. Aber nichts weiter dazu. Jetzt ist natürlich die Frage, ob er jetzt weitere Informationen nicht preisgibt, weil er irgendwie aus Sorge vor irgendwie weiteren Übergriffen oder ja, andere könnten ja sagen, okay, er versucht da irgendwie nicht das ganze Bild zu zeichnen. Mhm. Ja, also die Familie will ja grundsätzlich nicht vor die Kamera, ne? Also ja. das haben die ja schon oft jetzt mittlerweile preisgegeben. Mhm. Ja, also... Ich habe mit der Polizei in Rostock, mit der Pressestelle gesprochen mhm. und dort war die Rede von leichter Verletzung, weil das ist ja das, was in der ersten Pressemitteilung geschrieben stand, dass mhm. sowohl Vater als auch Tochter mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gekommen sind. Da habe ich gefragt, wie kann das sein, wenn es im Nachhinein heißt, es gab gar keine Verletzung. So, und dann war die Begründung der Pressestelle, dass jedes Mal, wenn bei so einem Vorfall jemand ins Krankenhaus kommt und dort nicht stationär behandelt wird, also dann irgendwie über Nacht bleibt mhm. zum Beispiel, dass dann die Polizei... das werde ich im Nachhinein noch recherchieren, ob das tatsächlich so ist oder nicht, aber das Telefonat hatte ich gestern, dass dann die Polizei immer von leichten Verletzungen spricht. Also das quasi, mhm. das sei wie so aus dem Standardrepertoire und da das dann ja nicht zugetroffen hat, also dass es da dann nichts gab und ich musste auch 3, 4, 5 Mal nachhaken, bis ich dann, und sie meinte, dass das aus dem Arztbericht hervorgehen würde, also okay. den das Krankenhaus geschrieben hat, dass da drin stünde, es gebe keine Verletzung. Mhm. Okay. Also das ist das, was mir die Pressesprecherin halt gesagt Gut. hat, ja. Ja, okay. Kann ich persönlich jetzt nicht nachvollziehen. Also haben Sie selbst auch schon neben den verbalen Anfeindungen irgendwie körperliche Gewalt selber erlebt oder unmittelbar mitbekommen? Also ich hatte bis jetzt immer noch Glück. Mhm. Ist jetzt doof, wenn ich sage, ich muss drauf warten, aber es ist ja leider so. Also ich laufe mit Angst durch die Straßen, ich fahre okay. mit dem öffentlichen Verkehr mit Angst und mit Panik, mhm. weil ich weiß, es kann jede Sekunde was passieren. Ne? Ja. Also sagen Sie, das schränkt Sie im Alltag auch ein? Auf jeden Fall. Okay. Also manche Wege laufe ich hier gar nicht mehr. Also ich gucke... Wo zum Beispiel, also uns wurde irgendwie gesagt, so Jugendtreffen bekannt genau. sei bei der genau. Sparkasse, bei der Agentur für Arbeit. Genau, also der Jugendclub ist ja am Bahnhof, im Bahnhofsgebäude des Matrix, so ja. heißt es. Da halte ich mich gar nicht auf. Also okay. Weil die Jugend, die da ist, ist eher... auf der anderen politischen Seite. Genau, die sind auf der anderen politischen Seite, da laufen die Täter hin, den Bürgerpark, den meide ich auch. Bürgerpark. Genau, okay. also das grüne Fleckchen da hinten, weil da auch die meisten Vorfälle passiert sind. Ne? Mhm. Also Sparkasse laufe ich mal gelegentlich lang. Mhm. Ja, das sind alles so die Begriffe, die eben gefallen sind. Ja. Genau, also das sind so die Standard, das sind, glaube ich, so die Standardorte. Ja, hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass das eine linke Aktivistin ist. Sieht mir gar nicht an. Nee, ne? Also du siehst, also die sind, es könnte jeder sein. Von uns, weil ja. das ist nach außen, das ist außen. Sie tarnen sich. Nicht, das ist nicht erkennbar. Ja, ich fand's interessant. Also, sie ist sich sicher, dieser Tritt hat stattgefunden? Sie weiß es. Sie weiß es sogar? Hat sie ja, also genauso wie der gebrochene Finger und das blaue Auge, obwohl sie die Familie nie gesehen hat. Weiß sie auch anscheinend alles. Ja, und was ich auch interessant fand, war, dass sie weiß, dass die Familie nicht vor die Kamera will. Aber ja. der Bild hat mal ein Interview gegeben. Richtig. Das passt zusammen. In NTV, die haben mit der Familie über die Sprechklingelanlage irgendwie gesprochen. Also, ach, mit derselben Familie? Ja, ja, auch. Nach dem Vorfall? Richtig, aber halt nur über die Klingelanlage. Die haben sie auch nicht zu sehen bekommen. Vermutlich aus Alter. Angst vor rassistischen Anfeindungen. Und die hat ja auch Angst. Also, ja. ich bin dann da überall Angst unterwegs. Und Panik. Ich bin da überall unterwegs gewesen. Das war so 14, 15 Uhr oder so jetzt. Da saßen vereinzelt Leute, die irgendwie ein Bierchen getrunken haben. Auch Leute, die halt vermutlich ihr Leben nicht ganz so gut im Griff haben, teilweise Ältere. Dieser Bürgerpark, der war halt leer und auch der Spielplatz dort, da war irgendwie eine Familie mit Kind oder eine Mutter mit Kinderwagen war da unterwegs. Vor der Sparkasse war nichts los. Bei dem Jugendtreff am Bahnhof, da habe ich halt gehofft, weil sie meint, ja, da, ne, da geht richtiger Punk ab, das sind die ganzen schlimmen Rechtsextremen. Matrix, genau, da dachte ich, marschiere ich da mal rein und sie meinte, ja, man sollte auf jeden Fall vorher irgendwie klingeln oder klopfen, nicht einfach da reingehen. Ansonsten kriegt man irgendwie Probleme. So, dann ich natürlich, ne, ich dachte, natürlich spaziere ich da einfach rein. Also, lass mir doch nicht von irgendwem sagen. Ja, und unten an der Eingangstür kamen mir dann zwei Betreuer entgegen von der Diakonie. Ja, das ist, dieser Jugendclub wird von der Kirche betrieben. Mhm. Und die meinten dann halt, ja, es sei halt jetzt, sei keiner da. Ne? Die machen auch erst irgendwie 14 Uhr oder so auf. Und wie gesagt, wir waren eine halbe Stunde später oder so da. Und wäre noch keiner da und wäre auch nur bis 21, also ich dürfte gar nicht rein. Ich habe dann natürlich gesagt, ich identifiziere mich als 18-Jähriger, aber es war halt noch keiner vor Ort.
Und hast du das auf Band? Dieses Gespräch? Ich glaube, ich müsste, also ich glaube, Ton aufzeichnen. Okay, ist nicht im Video. Müsste ich davon haben. Nee, ist nicht mit dem Video drauf. Auf jeden Fall meinte sie dann, ja, also wenn ich da rein wollen würde, dann müsste ich bei der Kirche, wenn er bei der Diakonie da irgendwie eine offizielle, ne, über die Pressestelle müsste das laufen und so weiter, wenn man da drin denn filmen wollen würde, dann dachte ich mal, Moment mal. Also da sind immer zwei Betreuer vor Ort, wenn dieser Jugendclub geöffnet hat. Und das ist von der Kirche aus. Und ich kann mir beim besten Willen jetzt nicht vorstellen, mutmaßlich kann das natürlich anders sein, dass die Kirche irgendwelche Neonazis in irgendeinem Jugendclub tolerieren würde. Mhm. Aber rausfinden konnte ich es leider nicht, weil es waren halt, wie gesagt, keine vor Ort. Und danach, ja, noch das kurze Gespräch mit den drei sympathischen Taxifahrern vor Ort, die sich auch eher nicht so als Neonazis rausgestellt haben. Ja, und im Endeffekt war dann nicht so wirklich was davon übrig. Also keine Rechtsextremen, keine Nazis. Die Schmierereien, die man dort gefunden hat, also weil sie sagte auch, ne, da sind halt ständig irgendwie Hakenkreuze und sowas, habe ich auch keins gefunden. Was halt zu sehen war halt irgendwie, ne, dieses typische Fuck AfD und irgendwie was im Opal, Flüchtlinge willkommen und solche Sachen. Doch ein Aufkleber, der war aber zum Teil abgerissen, irgendwie Opal-Flüchtlinge nicht willkommen oder sowas stand da. Und da haben sie das nicht irgendwie rausgerissen. Das war das Extremste, was ich in der Stadt gesehen habe. Aber vielleicht habe ich auch einfach nur, war ich zur falschen Zeit da. Am falschen Ort. Genau. Den falschen Leuten. Richtig. Ja, Boris, vielen Dank, dass du da warst. Sehr, sehr schön. Ich bin extrem gespannt auf dein Video. Ich habe das ja selber noch nicht gesehen. Mhm. Das werde ich mir nachher als Bettlektüre reinziehen. Vielen, vielen Dank. Gerne. Ich bedanke mich, dass ich hier sein durfte. Ciao, ciao, Boris von Morgenstern, Freunde. Link in der Videobeschreibung. Also direkt zu dem Video auch. Alles klar, perfekt. Ich danke euch vielmals. Schlumm, ich danke euch vielmals. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und wir sehen uns wie immer in alter Frische nächsten Sonntag live um 18 Uhr hier wieder bei einer weiteren schönen Folge der Honigwerbe. Haut rein, bis dann und macht's gut. Macht's gut, ciao, ciao.